Hier ist eine Story, die mir vor ein paar Jahren widerfahren ist. Also, das habe ich selbst so miterlebt. Eine Person braucht Hilfe. Ruft Seelsorge an. Okay. Dann Seelsorge sagt: Ah ja, sorry, das ist falsche Nummer. Hier, probiert die Nummer und die Nummer. Person probiert erste Nummer. Erste Nummer, Warteschleife. Dann, genau, Leitung besetzt. Piep, piep, piep. Dann zweite Nummer, geht jemand ran und bespricht dann Thema, okay? Aber springende Punkt ist, immer Medien, Nachrichten, Dokumentation. Bla bla bla, Person war schwer depressiv. Warum hat die Person nicht nach Hilfe gerufen? Es gab so viele Möglichkeiten, nach Hilfe zu fragen. Und dann, Person fragt nach Hilfe, okay? Und, dann kommt so, ja, nee, nee. Und es ist ja auch immer im Image vom Land und Bevölkerung und Stadt, dass Leute sich nicht umbringen, weil es wirkt halt uncool, ne? Ist schlechte Promo. Ja, wir machen das, weil wir sind gute Menschen. Ist klar. Deswegen wollt ihr, dass sich nicht Leute umbringen. Das hat nichts mit hier Gentrifizierung und so. Das ist echt hier Nächstenliebe, die gibt's definitiv. Das ist so real wie der Weihnachtsmann. Da muss man echt dran glauben. Das ist wirklich so, ne? Glaubt man, das Gott der Menschen da drin im Herzen. Und was würde ich sagen? Genau, und dann kommt halt Virtual Signaling. Und das fand ich einfach genial, dass ja auf so vielen Ebenen versagt. Und trotzdem kommt halt dann immer wieder bla bla bla, Hilfe ist da, wenn man braucht. Man sollte halt schon irgendwo ehrlich sein, ne? Und vor allem, wenn die dann ganz besonders damit herkommen, oh, die Person hat sich umgebracht. Oh nein, hätte man doch hier so die Person hätte. Nee, hätte die Person ja anscheinend nicht, ne? Weil ihr wart ja beschäftigt, keine Ahnung, 2 Cent zu sparen. Deswegen, ich glaube, das ist auch ehrenamtlich. Sprich, das ist auch dann das Nächste. Ich glaube, die Leute kriegen da kein Geld dafür. Weil wenn es dann von staatlicher Seite heißt oder sowas hier, ist ja so, du bist ja Eigentum vom Staat. Dein Körper gehört ja nicht dir. 20% von deinem Körper mindestens gehört ja dem Staat, ist ja klar, ne? So, du nimmst einen Arm von dir, hier, ne? 20% davon gehört dem Staat. Finde ich cool, weil man hat mich gefragt, ob ich das will. Aber zurück zum Thema. Springender Punkt ist, genau, dass einerseits ist es halt so klassisch wie bei großen Instituten oder so, das Image ist so, ja, wir sind hier die guten Samariter. Aber in Realität mangelt es natürlich, ne? Und es ist halt auch echt hart, dass man Leute einstellt, die man über so eine Art Steuer finanziert, die dann über so eine Scheiße aufpassen. Mit so einer Art Fachkräfte, Ärzte und genau. Aber sozial muss gratis sein, ja? Viel Spaß, dann findest du halt keinen. Nein, 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 so läuft das nicht ab. Einerseits wird man jemand dann so erzogen zum Geldzeug, andererseits dann nicht, ne? Also irgendwo, wir wollen alles, aber wir wollen nichts dafür zahlen, ne? Das ist halt das. You want the cake and you wanna eat it too, hier, ne? Irgendwie so. Und wow, deswegen einfach nur genial.